Hallihallo, yo, hauen wir nochmal ein paar Angriffe raus, huh? Mal gucken, was hier geht, was ihr mir hier reingeschoben habt. Also ich würde jetzt mal ganz stark tippen, das ist eine Verteidigung, weil ich hatte jetzt leider nicht richtig reingeguckt und ich würde sagen, das ist eine Verteidigung, die richtig gut läuft. Weil da passiert ja nicht wirklich viel, würde ich jetzt erstmal im Ansatz sagen. Aber es kann sich auch total ändern. Weil die Helden sind auch noch da, aber mal schauen. Hier auch mehrere gedroppt. Wie gesagt, das bringt was. Es ist nicht so, oh naja, scheiße, jetzt habe ich mehrere gedroppt. Nein, mehrere Heal-Spells bringen was. Da ist wirklich die Heilwirkung dann um einiges besser. Klar, jetzt geht die down, logisch. Ja, er kämpft sich durch hier. Das war schon ganz schön krass. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was das war. War eine... Naja, wie gesagt, Heilzauber ist nicht verkehrt. Also fand ich jetzt nicht so... Also ich gehe noch mal kurz rein, weil, wie gesagt, der... Klar, es waren einige gedroppt, aber wir gucken gleich noch mal. Das finde ich so fail gar nicht. So, jetzt ist hier die Queen gleich down, also theoretisch. So, klar. Na, wir gucken mal, wie weit die jetzt geheilt. Okay, jetzt ist sie komplett geheilt. Das heißt also, es war definitiv ein bisschen overpowered, logisch. Aber glaub mal, also zum Beispiel jetzt, klar wäre es geil gewesen, wenn er... zwei genommen hätte und danach noch mal ein, logisch, hätte sie ein bisschen länger gehalten, klar, aber gibt schlimmere Sachen, finde ich. Ich hau mir auch noch mal einen raus hier. Boah, ganz ehrlich, bei der Menge kann ich jetzt echt nicht nein sagen. Eins, zwei, drei. Ach, egal. Zack, drin bin ich. So. Ich gehe mal davon aus, die Riesen ziehen jetzt komplett die Def auf sich beim in Bezug auf den Minenwerfer. Erstmal angetestet. Wo wollen sie hin? Ja, gut. Das hat gut geklappt. Das fand ich nice. King hält noch gut aus. Ich rage den jetzt, dass der gegen den anderen King halt nicht, wer weiß wie, verliert. Nicht, dass der da keinen Stich sieht. Schade, die Mauerbrecher laufen wieder in eine falsche Richtung. Aber sind wir ja gewohnt. Kennen wir ja. So, jetzt noch ein Rage hier reinknüppeln. Lauf doch bitte mal. Ihr könntet es doch mal machen, da wirklich langlaufen. Gegen die eine Mauer. Aber genau, okay. Die Bohrer sind auch relativ voll. Das passt. Ja, jetzt rennt er dahin. Na? Läuft. Oh, komm. Da hau ich jetzt noch. Ich probiere es einfach. Ja, immerhin. Ich denke, so fail war es nicht. Ich meine, wir können es nochmal ganz kurz nachschauen. Will ich jetzt selber nochmal sehen. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, wie viel hat es jetzt gebracht, aber... So. Ich bin ja schon so ein bisschen geil aufs DLX, logischerweise. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Doch, doch, kommt, 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 Leute. Das war schon noch ganz in Ordnung. Da hole ich dann das Alex gerne raus. Das ist nicht das Thema. Kommt dann, macht einen Angriff. Ich denke mal ganz easy. Okay. Hätte ich nicht so gemacht. Also nicht alle auf einer Ecke, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, zwei hier als Ablenkung, dann hier leergeräumt. Zwei da als Ablenkung und dann leergeräumt. So hätte ich es gemacht. Die hätte ich mir, ganz ehrlich, die hätte ich mir gespart. Also ich hätte mir auch den Heiler gespart. Weil es liegt ja sehr viel in dem Bereich hier. Ich hätte das erstmal klar gemacht und fertig. Ja, mit dem Heiler läuft's gut. Okay, so hast du. Ja, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Das hätte ich in der Sache wirklich so krass nicht gedacht. Cool. Ich hätte jetzt. Wirklich, meine Meinung wäre die gewesen, ich hätte gesagt, gut, okay, komm. Also hat sich, also deine Taktik hat sich gut rausgestellt, ganz klar. Ich hätte wirklich gesagt, hier kommen zwei hier als Ablenkung, da zwei als Ablenkung und fertig. Den Rest hätte ich, glaube ich, gar nicht genommen und fertig wäre gewesen. Aber doch, hast du definitiv gut gemacht. Muss man ja mal einfach mal so neidlos anerkennen. Nico hat verteidigt. Ja, okay. Der hat eine kuriose Strategie genommen, weil der halt 16 Riesen hat und dann aber keine Mauerbrecher. Das heißt also, er läuft definitiv irgendwo gegen Mauern. Ganz klar. Nee, bei der Zeit läuft er nicht gegen Mauern. Ja, okay. Der wollte das Town Hall. Mehr nicht. Moos. Nett. Warum hast du hier was gedroppt? Sind ja nur Minen und Sammler. Siehst du ja auch, du kannst ja kein dunkles bekommen. Also hast du ja gesehen, brauchst du nicht zum dunklen Lager. Oder du hast probiert, ob eventuell was in der CB ist. Kann natürlich auch sein. Genau, und hier schön leer gemacht, ganz genau, easy. Hier noch den und dann passt das. Ah, wolltest noch die 50% nehmen? Wie gesagt, die sind mir ja echt momentan total egal. Die sind mir ja sowas von Latte. Ich hätte die 50% wären mir vollkommen Banane gewesen. Und ich hätte hier wirklich nur noch die beiden Dinger weggeballert und fertig. Marihuana-Hund, okay. Ich meine, hier war es ja absehbar. Keine Riesenbombe, das hat man gesehen. Aber eben auch Sprungfallen ist ja auch immer so eine Geschichte. Und wie gesagt, bei Schweinen ist halt wirklich so der Vorteil, wenn man sie wirklich komplett durch die Base durchbekommt, dann geht der Rest auch ganz easy. Sprich, die haben die Def weggeräumt, dann geht der Rest zack, 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 zack und alles ist cool. Wenn man das aber nicht schafft, genauso wie mit Loons, und man kommt nicht komplett durch oder gerade so. Und die Zeit läuft dann weg, dann hat man natürlich ein Problem. Dann hat man zwar die gesamte Base gekillt, die kann einem nichts mehr tun, aber du hast die Zeit nicht mehr oder du hast es gerade so nicht geschafft. Das ist natürlich die Gefahr da dran. Und natürlich, wenn man jetzt guckt, wenn ich schaue, das waren 16 Schweine, glaube ich, 16 Zweier Schweine,
Kosten auch ein bisschen die Alex. Ah, ich meine, klar, hier 300k vom Alex ist natürlich echt geil. Auf jeden Fall. Wie gesagt, so eine Angriffe kann man bringen. Wenn man sagt, ach komm, hier, ich will mal richtig auf der Kacke hauen, logisch. Aber so vom Nutzen her ist es hier, weil der Loot wirklich da war, klar. Aber ansonsten 24 Zweierschweine, ja. Schön, dass es geklappt hat, auf jeden Fall. 800k, bitte zeigen. Ja, warum nicht? Klar. Eben auch schön inaktiv. Da, schön volle Bohrer. Auf jeden Fall. Geil, wie du dich hier reingebahnt hast, wo du gesagt hast, kommt, ey. Oh, sogar noch die Barbaren geraged, okay. Krasses Pferd. Ja, wolltest du halt auch. Ja, klar. Da hast du gesagt, komm, nehme ich alles und dann geht's mal richtig los. Geht die Luzi ab. Geiles Ding. Cool gemacht. War ein guter Raid und klar, ich meine, ja, die Heals haben gekostet. Klar, muss man einfach sagen. Aber du hattest auch nur die Queen dabei. Also von daher echt gut gelaufen. Gucken wir mal, was Blacklist hier. Ah, okay, Blacklist hat eine Verteidigung. Die sieht aber erstmal nicht gut aus für dich. Also ich würde jetzt sagen, das hier tut schon mal mächtig weh. Oh, ich kann schon nicht mehr sitzen. Mein Arsch tut weh. Na, ich weiß halt nicht. Also, das ist ja nicht, das ist ja nichts Gutes, würde ich jetzt sagen. Gucken wir mal. Da muss ich erstmal kurz reingucken, wie das Level von dir aussieht. Muss ich ja schauen. 34, okay. Dann weiß man schon mal ungefähr, in welche Richtung das gehen kann. Ja, mit dem Loot kannst du halt mega was bringen. Und auch vollkommen richtig, vorher die Riesen reingeknallt, die Deffen. Und dann schön hier eine Ziehung gemacht. Vollkommen richtig. Ich hätte hier noch ein paar mehr gleich. Weil genau, irgendwann sind die Riesen platt und dann gleich den Moment ausnutzen, wo du sagst, gut, okay, komm, bevor die Riesen platt sind, vorher nochmal gespammt. Aber wie gesagt, also mit dem Loot ist natürlich wirklich bei Level 32 richtig was zu reißen. Dunkles brauchst du eh noch nicht. Da ist es egal. Weil ich glaube nicht, dass du so extrem gerusht bist, dass du mit dem Dunklen schon was anfangen könntest. Super. Für dein Level einwandfrei, klar. Ganz klare Nummer. Mit Gohawk. Go Weehawk, würde ich sagen, ne? Alter Falter, was du da reinballerst. Jetzt aber die Frage, die, der Golem hat da ja nichts gemacht. Also, klar, der hat die beschäftigt, logisch. Aber ansonsten ist da ja nicht viel vonstatten gegangen mit dem Golem. Du hast den Sprungzauber in Anführungsstrichen verballert. Also das ist absolut kein Diss, alles cool. Aber du hast den Sprungzauber verballert.
wenn du in dem Moment was anderes noch gedroppt hättest, dass der Golem halt wirklich getankt hätte in dem Moment, dann hätte ich gesagt, gut, in Ordnung. Aber der Golem war nutzlos hier. Der hat ja nichts gemacht. So, und jetzt würde ich, ja genau, klar, hier die Goblins noch. Und du hast auch noch die CB, die da jetzt kommt. Okay. Helden hast, also Queen und King hast du auch noch. Der King hält auch noch aus. Die Zeit rennt auch noch nicht davon. Also von daher, das passt auch noch. Oh, die dunklen Bohrer. Und jetzt ist das weggeschnetzelt, klar, von der Tesla. Also das hätte anders laufen können. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass das irgendwie komisch rüberkommt, so, oh, hier. Warum ist dann hier jetzt so am Flame? Nee, aber ich finde, das hätte besser laufen können, eigentlich. Wie gesagt, alleine schon mit dem Golem halt. Das ist schade. Hast ordentlich rausgeballert an Ressourcen auch. Aber gut, ich meine, es hat dann was gebracht, klar. Waren das 920 Kilometer? Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Weil dann, also, Fakt ist, der Loot war natürlich geil, klar. Das ist definitiv so, klar. Aber du hättest mit dem Droppen des Golems halt einfach, beziehungsweise mit den Sätzen der Helden, früher machen können, hättest du die Base komplett aufgeräumt. So. Aber sind das 900 gewesen? Ich würde sagen, da ist noch einiges übergeblieben, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? Nee? Okay. Krass. Krass. Okay, ich meine, dann lohnt sich schon. Aber schade. Schade halt. Also mit den Truppen, was sagt ihr dazu? Mit den Truppen hätte man doch eigentlich die Base komplett platt machen können. Das wäre ohne Probleme machbar gewesen. Schade mit dem Golem, finde ich. Ärgerlich. Ja, super, super gemacht. Bloß die Sache halt eben wirklich die, wenn du halt so eine richtig geilen Truppen hast, also in dem Fall die Riesen, dann kann man das ja auch nicht mit den normalen Truppen vergleichen. Also von daher ist es halt klar, dass die halt richtig was aushalten. Klar. Aber vollkommen richtig. Nicht gewartet, sondern die Riesen sind drinne, richtig gut gemacht. Und wenn währenddem die Riesen drinne sind, gar nicht groß Firlefanz machen, sondern gleich droppen, 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 was geht und fertig. Einwandfrei. Hier jetzt eventuell gleich noch zwei, drei Barbaren und dann reicht sogar krass. Echt übel. Naja, da sieht man mal, wie OP wirklich, wie, wenn die Siak sagen würde. Wie OP die Riesen sind halt. Klar, die sind eben in dem Bereich unschlagbar. Ganz klare Sache. Und wie du sagst, du hast halt super wenig Truppen verballert und hast halt alles geholt. Und das ist das Geile. Das ist das Geile. Nichts gekostet. Einwandfrei. Super gemacht. Naja. Ja, ist ja aber auch okay. Und wie gesagt, Bartsch ist immer günstig, klar.
Und gleich, genau, in dem Moment, wo die Riesen drinne sind, ganz genau, dann die Goblins gleich noch mit ran. Die Riesen deffen in dem Moment einwandfrei. Nice, und damit kann man halt wirklich im unteren Bereich richtig was anfangen. Wenn ich mir überlege, was ich mit 200.000 mache, ja, nichts. Geil, schön leer geräumt. Skiller. Ah, der war aber auch jetzt auch nicht so episch. Das war so ein Normalo-Angriff, sag ich mal. Das war jetzt nichts Besonderes. Ja, wie oft hat man das? Ja, vergessen, Troops mitzunehmen. Ja. Und dann hat man so einen Angriff. Ja. Da muss man gucken, was man noch am besten rausholt, klar. Ja, und hier dann sogar die Luftabwehr so doof, dass man nicht mal die Luckys droppen konnte. Naja. Gucken wir mal, was Piefke hier so raushaut. Ja, zur späten Stunde. Oh, jetzt. Ich muss mal gerade nochmal zurück machen. Ich habe nicht gesehen, was du geblitzt hast. Ah, okay, die Minenwerfer. Und dann gleich halt so, dass beide, genau, dass beide weggehen. Ist aber auch tricky von ihm hier, dass er auch teilweise Sammler innen drinne hat. Also alle innen drinne, aber schon teilweise richtig krass gestellt. Da ist es für Bartsch echt schwierig. Ja. Da ist es echt nicht so einfach. Jo, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nicht böse sein, dass ich ein bisschen mäkelig war. Ja, also, dass ich ein bisschen genauer, beziehungsweise eben, ja, so nicht mit jedem super zufrieden war, weil man halt eben wirklich viele Sachen hätte teilweise auch anders machen können. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.